Hallo, heute geht es um die Promille. Wie ihr seht, haben wir einen Gast eingeladen, ein waschechter Barkeeper. Und mit dem machen wir heute einige Cocktails. Jetzt zeigen wir euch, wie man einen guten Cocktail macht. Und zwar einen Caipirinha. Unser Barkeeper führt euch vor, wie das Ganze funktioniert. Und los geht's. Caipirinha ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht eine Limette, besser gesagt eine halbe. Schneidet die Enden ab, halbiert das Ganze und viertelt dann die Hälfte, also zu Achteln. So, dann je nach Belieben Zucker, 1, 2, 3 Löffel Rohrzucker, alles kein Problem, je nachdem wie süß ihr das Ganze möchtet. Ich mache es jetzt mit 2 Stück, das ist für gute Mitte. So, und dann nehmt ihr euch einen Stampfer, könnt viele Sachen dafür auch verwenden. Ich empfehle euch aber, einen gescheiten zu bekommen. Die gibt es aus Holz, die gibt es aus Stahl, die gibt es aus Plastik, aus alles Mögliche. Das ist jetzt einmal Stahl und Plastik. Und dann, ihr zerstampft einfach nur die Limette mit dem Zucker im Glas. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr ein stabiles Glas benutzt, sonst habt ihr ganz schnell Scherben. Aber ich merke schon, der ganze Tisch wackelt hier. Ja, das braucht schon ein bisschen Kraft. Mhm. Das sieht immer einfach aus, aber ist es gar nicht. So, dann nehmt ihr Caracha. Wir haben jetzt hier einen von Rapido, könnt aber jeglichen Rohrzucker-Schnaps nehmen. Caracha, das ihr findet. Das ist kein Rum. Denken viele, dass da Rum reingehört. Aber wird auch aus Rohrzucker hergestellt. Rum wird auch aus Rohrzucker hergestellt, genau. Wir machen es jetzt mit 5 cl. Könnt auch mehr reinmachen. 6, 7, je nachdem. Das bleibt euch überlassen, nachdem wie viel ihr möchtet. Und dann füllen wir das ganze Glas einfach noch mit Eis auf. Mit Quascheis am besten. Falls ihr Würfel habt, haut einfach mal mit irgendeinem festen Gegenstand drauf. Am besten, wenn ihr es vorher in ein Handtuch einwickelt, der auch ganz schnell Quascheis. Also füllt einfach nur das ganze Glas auf mit Quascheis. Nehmt euch am besten einen langen Löffel. Führt das Ganze von unten nach oben, um den Zucker im Glas zu verteilen, um den Limetten im Glas zu verteilen. Einfach damit das Ganze sich richtig schön verteilt. Röcheln, wichtig in dem Fall. Ganz nach unten, fertig ist der Kaffee. Ja, das kann man ja sonst nicht trinken mit dem Scheiß. Sonst wird es ein bisschen kriminell, gell? Ja, okay. Kriminell kann man es nennen. Okay, fertig.